meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl. Ja. So, wir stehen ja alle wieder sehr super toll verteilt, ja. Игорь, разговор есть. Тут серьезное дело намечается. Что на этот раз? Кое-кто прилетает в Капачи. Большая шишка. Есть шанс его перехватить. Но действовать нужно быстро. Eine dicke Fische. Hake nach, frag nach dem dicken Fisch. А кто он? Это большая шишка. Без понятия. Но он вроде как один из главных в НАР. Из этих, которые в костюмах по 100 тысяч рублей. Как лунт sich. Маловато информации. Может оказаться пустой тратой времени. Я тебе точно говорю, нужно проверить. Только представь, какие сведения можно из него вытащить. Okay. Ходи и сам проверь. Лады? Я знаю там место с отличным обзором. Ладно, но договоримся на берегу. Спрашивать буду я. А то если ты начнешь что-то из него вытягивать, Mann, он этого, скорее всего, не переживет. Без проблем. Как скажешь, босс. Отмечу тебе нужное место на карте. Sehr gut. Sehr gut. Wir holen eine große dicke Fische. Wir gehen angeln. Wir gehen angeln, Leute. Leute, wir gehen angeln. Da ist er dir. Da muss in der Kopf ein großer Fische. Und wir müssen verteilen Hafenprip. Was ist hier jetzt los? Achso, ja. Ist für Igor. Medikamentenabwurf. Wo sieht es denn gar nicht mal so übel aus? Bei Tarzan. So, hier haben wir Mikael. Der ist für diese Mission prädestiniert. Ja, Jasko, der kriegt jetzt auf die Kette. Gut, okay. Mission starten. Los geht's. Igor, hör mir zu. С Михаилом все не так, как кажется. Во что он втягивает тебя в этот раз? Ich hatte mir beim letzten Mal Munition gemacht, ne? В мутных и темных водах. Ты уверен, что сумеешь отличить крупную рыбу от кровожадной акулы? Wow, Tatjana. Sage mir mal. Ich meine, wenn er einen dicken, fetten Anzug trägt, dann weiß man ja Bescheid, dann ist ja, kann es ja nur dieser eine dicke Fisch sein. Oder vielleicht sind es mehrere dicke Fische und holen uns gleich alle. Holen sie einfach alle. So, Gorbatschi ist nachmittags. Ich hatte gerade getrunken eine Kaffee. Apropos Kaffee, ne? Ob ich mal das im Auftrag geben soll, bei Inka einfach mal anfragen, anhorchen, wie es aussieht mit einem leckeren Kaffee. Ob Inka das machen würde, ich weiß das nicht. Trau mich gar nicht, aber jetzt wenn ich jetzt sage, Inka, Kaffee. Da, Pilze. Ne, Kräuter. Kräuter sind auch gut. Braucht ihr Pilze? Ja, wir brauchen wieder jede Menge Pilze. Aber wir haben ja auch welche angebaut. Na, na, na. Da, Pilze. Wow, nice. So. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Total gespannt eigentlich. Ihr habt da draußen ja schon alle das Spiel durchgespielt. Ihr schmeißt quasi mit Tipps um euch herum. Ebenso sollte ich alle Fertigkeiten machen, bevor ich Überfälle starte. Aber die Fertigkeiten, die seht ihr ja nicht, weil ich das ja permanent im Offstream, hätte ich mal gesagt. Also außer, außerhalb der Aufnahme macht. Das sind gleich direkt mal zwei. Kriegt das mit? Scheiße. Komm hervor. Komm hervor. Ich hätte schwören können, ne? Ich hätte so schwören können. Oh! Die sehen mich. Komisch, ich sehe die nicht. Wo seid ihr? Ich will haben euren dicken Fisch. Au! Ich fange ganz viele Kugeln, aber ich bin Igor, ich kann das. Oh oh, der hat gesessen. Sind alle fucking gepanzert hier. Au! Oh, ich will das
erste Mal gestorben, aber ich habe gerade nichts gesehen. Es hat geblendet, diese scheiß Sonne. Wir haben hier schon dicke, fette Bläsés. Und trotz all dem blendet das so übertrieben hier rein. Ach so, wir können sterben, genau. Das war ja, wir dürfen ruhig mal sterben, ne? Das gehört dazu. Aber sieht man gar nicht, die Kamera das blendet. Kann ich denn jetzt Dinge noch ändern? War das so oder war es nur dieser spezielle Ort? Nee, ich glaube nicht, ne? Es wäre cool. Das war doch mal irgendwie so eine Anweisung. Wir können sterben, aber Oh! Просто ich bin gefangen. Разгалывается. Где я? Нужно найти генератор порталов. Ach, sind wir schon wieder im Knast, oder? Scheißdreck. Ja, sind wir wieder im Knast. О, так это же ты. Вот так совпадение. Меня тут псих к дереву привязал. Если бы не ты... В общем, я тебя отпущу. Но это не значит, что мы друзья. Понятно? Wenn man gute Dinge tut, erfährt einer auch gute Dinge. Dankeschön. Aber jetzt seh zu, dass du wegkommst, weil ich knall dich ab, wenn du... Du hast deine Ausrüstung zurückbekommen. Ja, danke. Dann seh zu, dass du weg... Wie gesagt, ich knall euch ab. Stellt euch mir nicht in den Weg. Überlebt ihr es vielleicht. Ah, da hat jemand die Schüsse gehört, was? Oh, der hat gar keinen Kopf mehr. Naja. Überbewertet. Vielleicht wächst er ja nach. Dieser scheiß Irrgarten hier mal. Aufzug. Steht auf Deutsch hier. Finde ich gut. War ja gar nicht so weit weg. Beim letzten Mal mussten wir mehr rumlaufen. Ist die Mission jetzt verplempert denn komplett? Aha, die suchen mich noch gar nicht. Warum werde ich beknackt, nur weil ich ein paar Bösewichte umlege? Ich habe das Gefühl, die haben alle bessere Knarren als ich. Okay, wo muss denn wir hin? Wo muss denn da hin? Vielleicht mal direkt was mitnehmen, was? Na, das lassen wir uns nicht mal sagen. Nur einmal. Einmal von 10. Nimm mit. Nimm mit? Eigentlich. Revolvermunition nimmt er nicht mit. Ist unterm Tisch, oder was? Jetzt nimmt er nicht mit. War zu nah dran. Verstehe ich nicht. Okay. Oh, die besuchen uns gleich. Dann sollen wir uns echt wirklich beeilen. Und so viele coole Dinge noch hier. Kann hässlich werden, wenn die uns gleich suchen. Wie komme ich hier rein? Ah, nicht. Dreck. Na gut, dann abhauen. Wo kann ich hier weg? Ach so, von hier könnte ich wegreisen, das meine ich, ne? Kann ich noch irgendjemand erschießen? Nö. Okay, los. Und schwupp, weg sind wir. So, Tomji, was ist schiefgelaufen? Was haben wir verkehrt gemacht? Wir haben verkehrt gemacht. Ja. Ja, Leute. Meine Mission war nicht erfolgreich. Aber eure, das ist schon mal schön. Sehr gut.
Ja, wir müssen darüber eine Nacht schlafen. Ich wollte eigentlich trainieren, aber das machen wir jetzt nicht. Wir versuchen immer noch, unseren großen Fisch zu holen. Diesen Fisch werden wir jetzt gleich holen. Da machen wir keine Kompromisse. Na, das machen wir. Wir gehen da direkt wieder hin und holen unseren Fisch ab. Das Bauen können wir dann ein andermal machen. Und wie gesagt, das Trainieren außerhalb des... Эй, старина! Хочу, чтобы ты кое-что для меня... А, вот внимание! Как ты знаешь, я приехал в Чернобыль, чтобы найти... Ты упоминал брата? Да, Руслана. Мы росли вместе в Москве. Вы были вроде как... Это называется воры в законе. Но тебе... И что Руслан здесь делает? А, долгая история, но... Короче, он маму бил, когда бухал. А бухал он всегда. Последний раз, когда он напился... Он замахнулся на меня железной трубой. Я больше не был беспомощным сопляком. Мы схватили его и бросили в колодец за домом. Этот ублюдок даже не умер. Только ноги переломал. Вы бросили в колодец собственного отца. Наверное, у Анны... Das war witzig. Руслан сделал кое-что, чего делать не следовало. Я его несколько месяцев выслеживаю. Охренеть. Что ж он такой? А это сейчас не важно. А мне охренеть, как надо задать им обыщи мобильный. Окей, бла-бла. So, was. Wir müssen noch was machen. Пора уже действовать, профессор! Wir müssen noch mal was machen, bevor wir jetzt hier noch mal loslaufen. Und zwar hatten wir ja schon so ein bisschen uns gerade mit den Soldaten auseinandergeknüppelt. Jetzt brauchen wir echt tatsächlich noch mal Motivation, ne? Zwei Magazine habe ich locker schon verschossen. So, ich werde vorgehen wie nach wie vor. Aber diesmal werde ich einfach abknallen. So, den großen Fisch machen wir immer noch. So, da schade ist die was? Oh, ich kann ihn den großen Fisch machen lassen. Oh. Ob das klappt? Nee, ich will ihn selber machen. Ich will es machen. Okay. Das ist nett. Essensversteck. Michael. Was macht Michael? Haben wir Michael jetzt irgendwas gegeben? Nein. Tarzan. Hier, Tarzan machen wir mal. Roter Wald erforschen. Wer kann das denn ganz gut? Michael. Zentrum Medizin. Keiner von denen. Doch, hier Olivia. Aber Olivia macht schon andere Dings. Ja, dann müssen wir es eben halt so machen. Mission starten. Ja. Haben wir denn jetzt den einen die Mission jetzt gegeben mit den Bruder da? С Михаилом все не так, как кажется. Во что он втягивает тебя в этот раз? Нар плавает в мутных и темных водах. Ты уверен, что сумеешь отличить крупную рыбу от кровожадной акулы? Ja, Tatjana, ne? Das ist, die ist aber auch sehr skeptisch, oder? Die könnte uns mal ein bisschen mehr Hoffnung geben. Ich finde diesen Ladezeit finde ich echt total stressig langsam, ne? Immer auch, ja, Tag 21, aber jetzt fängt es wieder an zu blenden hier, Alter. Das kann doch nicht sein. Jetzt hat die Sonne wieder richtig Kraft gewonnen. Ich habe mir einen beschissenen Ort ausgesucht, um den Schreibtisch aufzustellen. Trotz den Dings. Oder ich werde Inka überreden, dass wir neue Folien brauchen. Achso, da war ja was mit Kaffee noch, ne? Also nochmal über Kaffee reden. Inka mit Kaffee, Inka. Inka, Kaffee. Ich glaube, die ignoriert das einfach. Oder die hört mich tatsächlich nicht. Ich glaube aber viel mehr ignorieren. Das können Frauen immer ganz gut. Mich ignorieren. Hier wird das strahlig. Ich bin so schön verstrahlt. Ich heb ab zum Mars. Habe ich das nicht nehmen können? Ach, weil ich einen psychischen Knackwreck habe. Ja, einen. So.
Kompromisslos. Humorlos. Tödlich. Oh. Was ich total doof finde, ist, dass die Penner das hören, wenn ich Kaffee, 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 Kaffee mich sehen können überall. Die können mich überall sehen. Durch den Knick durch. Und ich nicht. Ah, der hat noch Schrotflinten gehabt. Das war ja, das kam noch dazu. Hatte ich den hier hingestellt? Ja, offensichtlich. Wer soll sonst hier hinstellen, was? Guck mal hier. Das lassen wir doch wohl nicht liegen, oder? Nein, das lassen wir nicht liegen. Da, 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 da. Ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr sind. Also, ich denke mir, hier werden wir richtig Action gleich haben. Also, aufgepasst. Da hinten sind Pilze. Die Pilze verliere ich auch meinen Überblick. Meinen Überblick. Meinen Überblick. Gut, Tomji. Reden ist auch eine ganz, ganz schwierige Sache. Okay, hier sollen wir uns wahrscheinlich umsneaken alles. Aber ihr wisst ja selber, wie ich bin. Ich kann das nicht. Also, ich bin da... Ich meine, man hat ja mit den einen... Parkour-Vogel hat mehr Geduld gelernt. Aber das ist genau das, was... Ach, scheiße. Was mir nicht so liegt. Geduld. Die trampeln aber auch lauter, als würden die 20.000 Kilo wiegen, ne? Ich komme nicht rein, wir gehen nicht. Als ob er mich gehört hat. Er verpisst sich wieder einfach. Nicht mit mir. Dabei habe ich doch dieses... Ich hasse es, ne? Dass sie sowas können. Boah, warum hat mich gerade so einen Ruck gemacht? Ich will ihn haben, ich will ihn töten. Es scheint irgendwie über uns zu sein. Aus dem Bunker rausgespawnt. Wo bist du? Du Bestie. Keine Ahnung. Echt schade. Weil die haben ja immer noch coole Sachen immer dabei. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ich glaube, das ist auch so eine kleine Fluchtreaktion von ihm gewesen. Er sieht mich, ich schieße auf ihn und er verpisst sich gleich in sein Wurmloch, damit er mich... Oder er hat sich hier selber verbuggt. Oder er buggt irgendwo fest. Ich glaube, der buggt fest. Ich glaube, der buggt fest. Und dann buggt er ihn mal fest. Wofür habe ich das denn jetzt erreicht? Ja. Oh. Okay. Я на месте. Только что-то не вижу тут отличного обзора. Где вышка? Или хотя бы холм? Ага, ну да. Но тебе не нужна вышка. Там...
Там контрольный модуль рядом. Найди его и включи. Was? Eine Steuereinheit? Ah. Okay. Benutzeranbruch. Teil 2. Starten die Zielerfassung bei vollgefährlichen Startprozessen. P15 Zielerfassung eingeleitet. Check das 100% von 15 Zielerfassung. Muss aufbauen mit Zielerfassung Ländern. Und dann beginnt Startprozesse Teil 2b. Okay. Und jetzt? Okay. Dann mach mal, Igor. Was? Was ist das denn? Wow. Nee. Нашел. Что это за штука? Михаил, ты чего-то не договариваешь? И где эта большая шишка? Скоро будет! Пролетать на вертолете! Тебе нужно только запустить систему ПВО! Она автоматическая! Дальше сама разберется! Крутяк, скажи! Это еще советская технология! Вообще, случайно нашел! Эх, сын, это самая зерафенгайна, прям! Что? Ты хочешь, чтобы я сбил вертолет? Ты, блин, головой ударился? Au contraire, mon frère! Это очень рациональный подход! Надо рубить головы этой гидре! Одну за другой! Это безумие, Игорь! Ты понятия не имеешь, кто на борту! Я в курсе, что мы хотим прищучить нар! Но сбивать неопознанные цели – это военное преступление! Naja, das, was die machen, ist auch ein Dings. Komm, wir machen's. Я через столько прошел. Сейчас отступать нельзя. Такой удар выведет нар из равновесия. Отвлечет. Я смогу выиграть время. Смотрись, дружище! Считай, что это типа обряд инициации от дяди Миши. Жги! Okay. Drück den Knopf, da ist der Ubi. Komm, schieß ihn runter. Piep, 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 piep. Ich denke auch, was ist hier los? Oh, Kacke! Na, wer wird dann wohl da drinne sein? Ich glaube, derjenige, der drinne war, ist wohl mausetot. Палачина! Я знал, что у тебя душа убийцы! Милый мой палач! Как же я горжусь тобой! Лабер он нех! Да! Теперь иди проверь обломки! Есть ли там выживших? Dieses Gelabere von ihm, deswegen habe ich den gerade nicht gehört. Ob es der gewesen ist, den wir vergessen haben? Wurde er davon angelockt? Die singen auch immer, ne? На помощь! Я здесь! Это Георгий. Тяжело дышать. И что-то с ногой. Пожалуйста, найди какие-нибудь лекарства. Помоги мне. Ты мог оказаться в этом вертолете только по одной причине. Ты не просто ученый. Ты здесь главный кукловод. Игорь, пожалуйста, я всегда хорошо относился к тебе и к Татьяне. Не дай мне умереть. Хватит врать. Я вытащу из тебя правду. Рассказывай все, что знаешь. И, возможно... Я оставлю тебя в живых. Татьяна, ты же ищешь ее, так? Она здесь, она жива. Пожалуйста, мне нужна помощь. О, Gott. Können ich sterben lassen? Надо тебя отсюда вытаскивать. Нет, уходи. Поисковый отряд будет здесь с минуты на минуту. Они убьют тебя. Das ist enttäuschend gerade, ne? Ich hab mir da was anderes vorgestellt als großen Fisch. Scheißdreck. Wirklich enttäuschend. Ja. Ich hab gedacht, dass wir diesen Boss da, wie heißt der? Koslov oder wie heißt der? Koslov. Dass wir den kriegen, da habe ich irgendwie gehofft, dass wir, aber das, ich glaube, dann wäre das Spiel auch bald vorbei, wenn wir den hätten, ne? Oder? Ja. Es war nicht Koslov. Ты, блин, меня обманул!
Вы посмотрите на него! Строит из себя обиженного! Мы такое дельце провернули! Вдвоем! Ты этот день еще столько раз вспомнишь! Точно тебе говорю! Зачем ты хотел убить Семенова? А я и не хотел! Я думал, там будет Козлов! Yeah, yeah. Это он у меня номер один в списке! Откуда ты узнал про эту систему ПВО? Тут раньше был секретный объект! Им же нужно было как-то разбираться с американскими самолетами-разведчиками! Так, карты на стол. Чем тебе нар насолила? За что ты так их ненавидишь? Козлов и его люди камня на камне здесь не оставили. Они думали, им все подчиняться. Они схватили нас, пытали, застрелили моих друзей в лоб, в упор. А меня отпустили, типа в назидание другим. Окей. Ну что? Tja, что дальше, machen weiter, wie bisher. Знаю. Мы часто расходимся во мнениях, но тебе и правда лучше остаться. Ты нужен мне здесь. Да уж, твоя правда. И лучше бы тебе об этом не забывать. Черт, куда Оливер запропастился. Надеюсь, скоро вернется. Ja, wo ist er eigentlich hin? Oder ist Oliver draufgegangen? Haben wir ihn geopfert? Das glaube ich nicht. Olivier. Verloren. Oh, Olivier. Annehmen. Ja. Sehr gut, Kinderchen. Also, das war's auf jeden Fall für heute. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Дай свои координаты, Оливер. Ничего, проклятие. Не могу поверить, что его поймали. Плохо дело. Helikopter, die weggeballert haben. Ganz nah bei uns dran tatsächlich. Dass die uns hier oben nicht finden, ne? Die könnten uns hier so locker kalt machen, was das wohl für ein Versteck sein muss. Ein Gefährt ist verschwunden, Olivier. Okay, krieg ich dafür eine Mission? Gut, dass wir es darüber geredet haben. So, Kinder, wie gesagt, Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.